Als ich mal wieder auf Amazon unterwegs war. Was soll die Scheiße? Da fand ich dann afrikanische Frauen-Duschvorhang, schönes Mädchen, Blasen, Blasen, Badezimmer, Vorhänge, rutschfeste Teppichsockel, Teppich, Toilette, Badematte, Set. 180. Das ist eine Bügeleinlage. Das könnte auch einfach die Höhe sein, ja wow. Nun ist Haltbarkeitsdatum 23.12. Jetzt mal im Ernst, wer will sich so einen Duschvorhang kaufen? Nee, das ist ja ein ganzes Set. Das ist Duschvorhang, Fußmatte. Fußmatte für die Toilette. Duschvorhänge bestehen aus Anti-Schimmelpilz. Wenn man keinen Spielpartner hat und gern einen hätte, dann kann man sich doch einfach eine Forelle groß bestellen für 37 Euro. Ja, Forelle groß. Fischunikat. Jeder Fisch ein Einzelstück. Mit Liebe zum Detail fühlt sich fast wie echt an. Zum Gernhaben, als Trostspender, als Glücklichmacher. Für Fischfreunde, zur Dekoration, zum Überraschen. Hey Bernd, ich habe ein Geschenk für dich. Ach ja, was denn? Jemand benutzt ihn als Türstopper. Wenn man gerade vor einem Grab steht und man gerne wissen würde, wie derjenige schmeckt, der da unten in der Erde begraben liegt, da kann man sich doch einfach Original Schulküche, tote Oma, Grützwurst mit Kartoffeln, DDR-Kultprodukte kaufen. Soziales Engagement. Durch ihren Kauf wird die Lebenshilfe und heiltherapeutisches Reiten unterstützt. Tote Oma, Grützwurst mit Kartoffeln. Das hilft keinem Leben weiter. Geschmack fast wie früher. Danke. Oh, wir sind ja jetzt bei den DDR-Geschmäckern angelangt. Angelangt. Deswegen macht's auch nichts aus, wenn wir von dem Sachsen-King einmal die altmärkische Grützwurst, Tiegelwurst, tote Oma, circa ein Kilo, probieren. Wieso tote Oma? Weil es so schmeckt. Als hättest du eine tote Oma gekocht, nennt man noch lange eine tote Oma. Dann sieht das halt aus wie ausgeschissen. Wo wir gerade bei DDR-Produkten sind. Wieso probiert ihr nicht? Schulküchen-Soljanka. Soljanka. Mit Wurst und Fleisch. Und er freut sich doch auch ganz doll über seinen Soljanka. Wer kam auf diese Idee? Damit ist jemand zu seinem Chef gegangen. Yo, wollen wir was aus der DDR klauen? Falls jemand unter euch ist, der noch nicht mit der DDR abgeschlossen hat, der sollte sich die leckere DDR-Geschenkbox, DDR-Osterpakete, Ossi-Paket für Männer bestellen. Monika Gebhardt. Die Fischbüchse war eine Bombage. Wenn jemand seine Liebste liebt... fuck, was? Wenn jemand daheim eine Geliebte hat und er sie richtig hasst, dann kann er ihr auch das Quartett Q-U-A-I-00-1 schenken. Zu Deutsch auch das Scheiße-Quartett. Das Kackespiel für die ganze Familie, bei dem 32 Kackhaufen gegeneinander antreten. Ideale Schiss. Größe Menge. 310 Gramm. Anzahl abwischen. 0. Schmerzfaktor 1. Künstlerischer Aspekt. Dieser Schiss zeichnet sich dadurch aus, dass man rein theoretisch nach Beendigung der Sitzung einfach aufstehen könnte, ohne abzuwischen. Wünschenswert. Schaumknisterwurst. Anzahl abwischen. 5. Nanu, es knistert und knackt. Ganz merkwürdig und schaumig, wenn man groß macht. Es ist die Geräuschkulisse, die diese scheiße Art unverwechselbar werden lässt. Was? Ich musste doch nur furzen, Schiss. Da geht man voller Erwartung auf das Klo und was passiert? Viel Schall um nichts. Denn man muss leider doch nur kräftig dönsen. Und das ganze Mietshaus hat etwas von dieser wundervollen Geräuschkulisse. Toll. Bierschiss. Es scheißt aus einem heraus. Toll. Der Sackabklatscher. Anzahl abwischen. 25. Gottes Willen. Die Staudammwurst. Also langsam mag ich das Internet. Wir haben Experten dabei. Ist Sprühwurst dabei? Ist das Spiel glutenfrei und vegan? Das ist scheiße. Veganer und
glutenfrei basierte Ellenbogen auf dem Caps Lock. Sollten dieses Spiel besser nicht kaufen. Zum ersten bringt diese Menschen nicht den nötigen Humor auf. Zweitens sind die Karten aus Pappe, welche ja bekanntlich aus Bäumen gemacht sind. Ach nee, Moment. Veganer fressen ja Bäume und so. Also bestens geeignet. Allerdings nicht die Umverpackung essen. Diese ist aus Plastik und enthält somit wahrscheinlich eine Menge Weichmacher. Peace out, my vegan brothers. Steffen, du bist cool. Dreier-Set aus der Dose. Krötenbein, Mäusegulasch und Grizzlyfilet. Nachdem man nach seiner Freundschaftsforelle immer noch keine Freunde gefunden hat, der kann sich auch einfach ein Globaltronics 100 cm Baguette-Plüschkissen bestellen. Wieso denn nicht? Ey, da ist so wie ich. Egal wo, ich bin einfach der Dümmste. Olaf. 4 Sterne. Kissen. Wie beschrieben. Orion Costumes bietet Herren, Verkehrsregeln, Orangenohrheitsmaskenkostüm für den Junggesellenabend. Danach will dich deine Frau nicht mehr heiraten. Ich hoffe, ihr habt draus gelernt und bestellt nicht so ein Mist bei Amazon, wie ich es eventuell tun wollte. Aber naja, wünsche euch noch einen schönen Abend, ne? Tschüssi! Mann, was soll die Scheiße? Ey Mann, wer hat den Scheiß hier reingeschmissen? Also, ich war's nicht. Oh Mann, ey. Raus damit! Olaf! Ah, was denn? Sie sind gefeuert! Nein!